Also, Karte mitnehmen. Hochrennen, ausschalten. So wie E und J quasi, den ignorieren wir. So. Nix, nix, alles gut. Ausschalten. Ist jetzt aus, wa? Jetzt ist ausschalten. Aus, aus. So. Dann jetzt hier weg. Wieder voll unauffällig. So. Mach jetzt direkt den unten, weil der interessanter ist. Seht ihr, er steht da? Ja, die Brücke ist oben. Die Ladung kann durch. Das ist geskriptet. Sobald wir hier langkommen, kommt der da runter. Das heißt, irgendwas muss man da drinnen machen können. Ich gucke jetzt erstmal auch was. Ich hoffe, mein Instinkt hält so lange. Ja, tut es. So. Geil wäre es natürlich jetzt, wenn der wieder reinkommt, kann ich die Leiche hier irgendwo verstecken von ihm? Nee, ne? Nee, kann ich nicht. Wenn er jetzt wieder reinkommt und ich hier das Knöpfchen drücken kann. Aber er unterhält sich noch. Ich warte mal gerade ab ein bisschen. Na komm. Sag mir jetzt nicht, der steht da 3 Stunden rum. Aha, fahren Sie fort. Kommt zurück. Aha, da kommt er. Na? Der treibt anscheinend noch irgendwas anderes. Steht da zumindest doof rum. Alles nochmal von vorn, okay. Komm her. Ich habe das Gefühl, der kommt hier nicht mehr rein. Dann gucke ich mal, was passiert, wenn ich hier auf den Knopf drücke. Dann geht nur das Ding los, ne? Ja gut, das ist natürlich, wie gesagt, wirklich nur interessant, wenn da einer sitzt. Dementsprechend müsste der Typ da hinten sich einfach mal da hinsetzen. Ich reihe das noch nicht ganz. Ich hätte auch gesagt, ich hole mir jetzt einfach mal hier seinen Kollegen, aber das bringt ja nichts, weil ich ihn hier nirgends verstecken kann, weißt du? Und er pimmelt da hinten immer noch rum. Na gut. Na ja, mach du mal. Ich hab auch so einiges. Nö, machst du nicht. Letzte Warnung! Bleiben Sie stehen! Wo wollen Sie denn in dem Fall? So. Aufmerksamkeit, fuck it. Zentrale, oh! Liegt eine Leiche. Bleibt auf Standby. Nein, nicht verstecken! Ach gut, umziehen, das war richtig. Das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Oha. Ich muss das anders machen. Dieses Level ist so unfassbar nervig. Ja, auch das Gefühl, dass die Level, je länger das Spiel geht, desto irgendwie schlechter werden sie. Könnt mir mal sagen, ob ich da der Einzige bin, der das so denkt, aber irgendwie waren die ersten paar Level viel, viel cooler, finde ich. Und trotzdem ralle ich nicht, warum der Heini sich da nicht auf seinen beknackten Stuhl setzt. Wenn wer eine Ahnung hat, kann er mir das gerne mitteilen. Ich werde den Typen jetzt einfach mal erschießen. Also Gashahn auf und dann bumm. Ja. Da kommt er schon wieder.
Das Praktische halt, Praktische ist halt, dass wir wirklich mit komplett vollem, oh oh. Wieso sieht der mich hier? Ich muss meine Waffe nach... Was ist das? Ich kann hier irgendwas machen. Oh oh. Was lohnt es mich jetzt, den da wegzuschicken? Wenn die Belüftung kriege ich auch so an. Beziehungsweise aus in dem Fall, ne? Ja, gesehen. Das ist natürlich auch kacke jetzt. So, jetzt gilt's, den zweiten auszuschalten. Ja, misstrauisch ist mir relativ egal. Wo ist denn der zweite jetzt hin? Ach, der steht da oben noch. Ach, jetzt bin ich ja einer von denen, das denken die ja. Ich, ach Gott. Vor allem muss ich jetzt auch wieder runter. Nein. Ich hab die Karte vergessen. Hä? Ganz schlecht. So, wo ist denn der Typ? Kommt der schon runter? Steht der schon hier irgendwo? Hä, wo ist denn... Ach da... Ich geh mal nach oben. Anscheinend hat der keinen Bock runterzukommen. Statten wir ihm mal einen Besuch ab. Da unten sind immer noch aufgeregt. Hehe, er kommt doch runter. Wenn dem so ist, kann ich ja hier auch wieder rein. Ja, der kommt runter. Alles klar, super. Das funktioniert schon mal. Dann ist aber die Frage... Ah, er sieht mich. Wie ich da unten rumeiern kann. Ihr wisst, was ich meine. Lösen Sie Ihre Probleme woanders. Ja, ist ja okay, Alter. Immer ruhig. Geh mal lieber da vorne hin und mach deinen Krempel fertig. Und tschüss. Da ist er wohl hin, der Gute. So, und jetzt muss ich runter. Haben Sie hier einen dieser Großstadtwichser gesehen? Nee, tut mir leid, habe ich nicht. Was? Dann den bin ich vorbeigekommen. Alle, die mich gesehen haben, habe ich auch, glaube ich, abgeschossen. Hier drüben ist nichts. Hoffe ich zumindest mal, weil sonst bin ich... Hey, Sie! Sie haben hier nichts zu suchen. Gehen Sie lieber. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Oh, oh. Wenn ich da vorne jetzt... Alles sauber! Aber packt eure Waffen nicht weg! Oh, fuck, Alter. Hey, was... Zentrale, das Problem hat sich nicht gelöst. Komm, 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 komm. Beeil dich. Dauert so lange. Oh, Leiche gefunden. Ja, das ist ja normal. Ah. Tschüss. Ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Tür, 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 raus. Oh fuck, geht der immer noch weiter. Huch.
den ersten Blick ist das Objekt nur ein gewöhnlicher Teenager. Aber die ersten Testergebnisse waren untypisch. Da ich keine voreiligen Schlüsse ziehen will, muss ich auf die Ergebnisse der DNA-Analyse warten. Das Subjekt übertrifft meine kühnsten Erwartungen. Ihre Werte sind absolut einzigartig. Außer Dr. Ortmeier hat bis heute niemand in diesem Ausmaß das menschliche Erbgut manipuliert. Im Vergleich dazu sind meine Versuche mit dem Mexikaner Sanchez lächerlich. Das Werk eines Stümpers. Ich gebe zu, dass ich höre Stimmen, deswegen sabotiere ich hier mal gerade alles. Tut mir leid, aber das war mir gerade wichtiger. Wie? Einsatzziele, habe ich doch. Was habe ich denn jetzt vergessen? Einsatzziele. Es wird wärmer. Das hier ist das. Oder muss ich jetzt woanders raus? Nee, ich muss auch hier raus, wa? Ah, jetzt geht's, super. Hat nur noch nicht aktualisiert, sehr schön. Puh. Freigeschaltet. Danke. Kommt ein paar Pünktchen für mich. 86.000. Kann man mit leben auf jeden Fall. Das lassen wir mal alles so stehen. Seid ihr bereit für den Kampf? Alle gut raus! Heute Nacht gibt es den großen Finalkampf für euch. Unser allseits geliebter Koloss Sanchez gegen einen waschechten Großstadtjungen, den Patrioten. Okay, wir sind gleich wieder da. Seid ihr Oha, was geht denn jetzt ab, Alter? Definitiv nicht geil, dass Sanchez da rumsteht. Dieser 2 Meter Koloss, der so breit ist wie mein Kleiderschrank. Hehe, ich freue mich. Aber wir kommen jetzt nicht bei dem in der Arena raus, oder? Oh Gott. Fight Night! Part 2. Okay, kommen wir nicht, alles klar. Gut, Container, also können wir da schon mal irgendwas loswerden? Ich dachte gerade, der wäre echt hier voll erschrocken. Wo geht's denn? Was ist das hier? Sanchez ist hinter der Bühne, ich brauche eine Schlüsselkarte. Na super. Ja, dann muss ich mal wohl... Okay. Jetzt schon wieder ein Backstage-Pass. Wie seid ihr denn alle? Ich weiß, dass ich... Oh, ach, das kenne ich. Hab meinen letzte Woche verloren. Ist der Patriot schon bereit? Arm durch den erdrückenden Drängel. Was von nervig, ganz abgesehen davon, dass er einem das Ding vom Gehalt abzieht. Oh Gott. Oh Gott, ich weiß, was das hier wird. Da ist der Patriot. Und ich muss irgendwie gucken, dass ich annähernd cool, wie ich bin, da irgendwie reinkomme. Ich kann das Licht manipulieren, ich kann den Typen da direkt manipulieren. Ich kann mich hier... Fuck. Das war so nicht geplant. So. Den Patrioten hätten wir schon mal. Das ist ja schon mal ein Anfang. Ich bewege mich mal ein bisschen weiter. Das wäre natürlich super gemacht von mir. Ach, hier ist Sackgasse, ja geil. Ah, hier. So.